Wer ist die Tote aus dem Elster-Flutbecken? Der grausame Fund einer zerstückelten Frauenleiche in Leipzig wirft Rätsel auf. Ein Spaziergänger findet den Torso am Donnerstagabend im Wasser westlich der Landauer Brücke in Alt-Lindenau. Am Abend werden rings um den Fundort Spuren gesichert. Gegen 2.30 Uhr wird die Leiche aus dem Wasser gezogen. Die abgetrennten Arme und Beine der Leiche sind nicht zu finden. Bei einer späteren Suche findet die Polizei ein Bein im Schilf. Wer die Tote ist, ist noch völlig unklar. Bizarr, 2011 kam es in der Nähe des jetzigen Fundorts schon einmal zu einem ähnlichen Fund. Benjamin H. hatte seinen Bekannten erstochen, dessen Leichnam zerstückelt und Teile im Fluss versenkt. Der Stückelmörder wurde 2012 zu 14 Jahren Haft verurteilt.